Entdecke mit uns innovative Produkte, die nicht nur Sonnenlicht einfangen, sondern auch deine Energiekosten senken. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du deine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren kannst. Oder möchtest du eine individuelle Planung, Montage und Inbetriebnahme deiner persönlichen PV-Anlage? Dann bist du hier genau richtig. Komm auf planeo.de und nimm Kontakt mit uns auf. Service ist hier garantiert. Hi und willkommen zurück bei Planeo. Wir sind jetzt hier im dritten Teil angelangt unserer Serie. Das ist auch der letzte Teil. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Es sind ein paar Tage vergangen. Unser Elektromeister war da, hat hier die Messungen durchgeführt. Ein Protokoll ist geschrieben worden. Dementsprechend ist die Anmeldung beim Netzbetreiber erfolgt. Haben soweit das Go bekommen, alle Unterlagen. Der Zähler hinter mir, der wird jetzt noch getauscht. Das macht aber das Energieversorgungsunternehmen. Und jetzt geht es darum, wie nehmen wir das Ganze in Betrieb? Das heißt, wie starten wir den Wechselrichter? Welche Punkte gibt es im Menü, die ihr nutzen könnt, auch um euren Energiebedarf noch ein bisschen besser zu optimieren, um da auch Kosten zu sparen? Die Batterie werden wir in Betrieb nehmen und einmal nochmal das gesamte System so ein bisschen im Groben erklären, damit ihr das für den Alltag auch nutzen könnt. Denkt daran, wir haben immerhin jetzt auch die Möglichkeit, dass wir euch die Montage und die Installation der Anlage sowie Support als auch die Abnahme und die Anmeldung anbieten können. Dieses Team baut sich hier gerade auf. Da haben wir Elektromeister, Elektrotechniker, Dachdecker, die damit im Team sind und dementsprechend euch hier kompetenten Service bieten können vor Ort. Das werden wir auch weiter ausbauen und auch bundesweit immer weiter ergänzen, sodass wir möglichst viel abdecken können. Schaut da einfach auf planeo.de kurz rein. Bei unseren PV-Anlagen, bei den Großanlagen gibt es entsprechend Kontaktmöglichkeiten, dass ihr auch bei uns anfragen könnt, wenn ihr die ganze Anlage installiert bekommen haben möchtet. Da klickt also drauf und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Inbetriebnahme und mit der Parametrierung der Wechselrichter. Das heißt, das Einzige, was noch fehlt, das haben wir ja eben in dem Video gezeigt, wir haben den elektrischen Anschluss der Batterie noch nicht vorgenommen. Das werden wir jetzt nachholen. Das heißt, wir werden jetzt hier die beiden Verschlusskappen, die Transportsicherungen entsprechend lösen und werden hier den Akku verbinden. Das hatten wir ja schon gezeigt, dass es hier diese Schnellvorrichtung gibt. Wird es einfach draufgeklickt, nochmal schauen, ob es fest ist. Und beim Minuspol wird das entsprechend auch gemacht. Das ist soweit fest. Jetzt ist der Akku angeschlossen. Jetzt können wir starten. Das bedeutet, wir fangen jetzt an in der Hauptverteilung. Dort werden wir die Sicherungen, die vorgeschaltet sind, einmal einschalten. Jetzt hat der Wechselrichter schon in Richtung Zähler die Spannungsversorgung. Der geht jetzt auch sofort an. Natürlich meckert er jetzt gleich, dass ihm noch so ein paar Dinge fehlen. Da wird er gleich dann das signalisieren, weil hier zum Beispiel die Normalleuchte noch nicht leuchtet. Er ist im Moment noch off-grid, obwohl er schon Spannung hat. Das liegt daran, dass wir ja in Deutschland sind und es gibt eben gewisse Zeiten, die abgewartet werden müssen, bis der Wechselrichter wirklich zuschaltet. Solange muss die Netzqualität in Ordnung sein. Das ist der Netz- und Anlagenschutz, darum muss hier eine gewisse Zeit vergehen. Dann wird als erstes hier dieses Symbol Off-Grid wird verschwinden. Und dann, das ist jetzt gerade nämlich passiert. So, jetzt wissen wir, okay, wir sind am Netz und wir sehen auch schon hier, wo dieser Strommast abgebildet wird, werden gerade 170 Watt, also 0,17 kW Leistung gemessen. Wenn man hier drauf drückt, sieht man das auch nochmal im Detail. Wir sind im Bereich Buy, also wir beziehen vom Netz gerade 175 Watt. Wie kommt das zustande? Ich hatte ja einmal über den Zähler hier gesprochen, einen Smart Meter, den wir mit installiert haben. Und wir sehen jetzt auch, hier ist dieser Telefonhörer im Display sichtbar geworden. Das heißt, die Gerätekommunikation zwischen dem Smart Meter und dem Wechselrichter ist jetzt gegeben. Wir sehen jetzt hier die drei Phasen, die gemessen werden. Wichtig nachher für uns zu wissen, wir werden auf der Phase L2 nachher den Wechselrichter betreiben. Aber wir haben jetzt kurz hier drauf gedrückt auf KVA. Ich wechsle mal wieder um auf Kilowatt. So, das heißt, wenn der Wechselrichter nachher einspeist, wird er auf L2 einspeisen. Da wird dann hier vorne ein Minus sichtbar. Das sehen wir gleich. Also diese Summe, die hier gemessen wird, ist auch die Summe, die auf dem Zähler aktuell angezeigt wird.
an Leistung, die vom Netz bezogen wird, und auch die wird auf dem Wechselrichter angezeigt. Also das passt untereinander schon mal. Das heißt, wir können jetzt hier, wir hängen die Tür noch mal kurz aus, dann kann man das gleich ein bisschen besser sehen, wenn der Wechselrichter anfängt, seine Arbeit zu verrichten. So, wir gehen hier zurück. Jetzt haben wir ja das nächste im Display stehen, No Battery. Das heißt, wir sind zwar elektrisch schon verbunden mit der Batterie, aber das Batteriemanagementsystem ist noch nicht mit dem Wechselrichter verbunden, beziehungsweise ist noch nicht eingeschaltet. Die elektrische Verbindung über das Buskabel haben wir ja schon gemacht. Wir haben die Adresse korrekt eingegeben. Und als nächstes, wenn hier der elektrische Anschluss erfolgt ist, schalten wir den Akku einmal ein und betätigen einmal kurz für eine Sekunde die Taste hier vorne. Dann dauert es ein paar Sekunden, dann werden hier gleich einmal die LEDs alle leuchten. So, das ist passiert. Jetzt startet das Batteriemanagementsystem und versucht, eine Verbindung zum Wechselrichter aufzubauen. So, der Lampentest ist abgeschlossen. Jetzt müssten wir hier auch gleich den State of Charge sehen. Das heißt, das ist eben der Ladezustand der Batterie. Die kleine Run-Leuchte, die blinkt hier schon entsprechend. Und jetzt sollte hier gleich der State of Charge einmal angezeigt werden, wenn dieses Batteriemanagementsystem entsprechend anfängt zu arbeiten. Auf dem Wechselrichter ist jetzt auch die Meldung No Battery ausgegangen. Das ist also auch in Ordnung. Jetzt ist aber hier dieser runde Punkt in der Mitte noch auf Off. Das heißt, hier unten auf der Unterseite beim Einphasigen, an dem Dreiphasigen an der Seite, ist ein Taster. Das ist der Hauptschalter AC-seitig für den Betrieb des Wechselrichters. Der wird jetzt einmal eingeschaltet. Und ab jetzt würde der Wechselrichter auch überhaupt erst anfangen zu regeln und zu arbeiten. Jetzt sehen wir auch hier, ist der State of Charge einmal angegangen, der Ladebalken, also wie viel im Moment im Akku an Ladezustand vorhanden ist. Das wird jetzt hier angezeigt. Das heißt, hier ist soweit alles in Ordnung. Wir können gleich hier den Deckel noch drauf machen. Wir lassen das jetzt erstmal für die Inbetriebnahme auf, damit man das ein bisschen besser überwachen kann. So, was passiert jetzt? Jetzt ist der Wechselrichter nochmal neu gestartet. Deswegen waren wir hier auch kurz off-grid noch einmal, weil er eben die internen Messungen macht für den Netz- und Anlagenschutz. Jetzt fängt der Wechselrichter, der ist ja soweit parametriert. Die Parametrierung werden wir auch nochmal in einem separaten Video zeigen, das wird sonst hier zu lang. Der Wechselrichter fängt jetzt schon an, auszuregeln. Er versucht jetzt schon, aus der Batterie Energie zu entnehmen, um hier nachher auf 0 Watt Ausgangsleistung zu gehen. In den Settings, die wir hier haben, haben wir beim Work Mode entsprechend eingestellt, dass wir versuchen, über Zero Export to CT und dem Haken Solar Cell, heißt das also, wir versuchen, so viel Energie wie möglich im Haus zu behalten, den Akku zu laden, Akku zu entladen. Und erst wenn der Akku voll ist und die Energie im Haus nicht gebraucht wird, kommt der Haken Solar Cell zum Tragen, dann wird das Ganze verkauft nach draußen. Ansonsten wollen wir ja möglichst Eigenbedarf optimiert hier arbeiten. Ist das Ganze hier am Arbeiten? Jetzt müssen wir noch die PV-Seite dazu schalten. Das heißt, hier sind die beiden Strings, die vom Dach kommen, die Ost- und die Westseite jeweils in einem String hier angeschlossen worden. Wir haben die Stecker benutzt, die vom Hersteller mitgeliefert werden, haben die hier entsprechend aufgebracht aufs Kabel. Hatten wir schon mal eingangs erwähnt, dass man immer im System bleiben muss bei den Steckverbindungen, um da Probleme und Störungen zu vermeiden. Das haben wir jetzt getan. Bei dem einphasigen Wechselrichter ist auch hier unten der DC-Trennschalter installiert. Bei den dreiphasigen sitzt er hier an der Seite. Und wenn wir den jetzt zuschalten, dann erst ist die elektrische Verbindung von den PV-Strings zum Wechselrichter durchgeschaltet. Und wir haben jetzt hier gerade ein bisschen Regenwetter, es ist sehr stark bewölkt. Wir gehen jetzt mal hier auf das PV-Symbol und gucken einmal. Wir haben aber auf beiden Strings schon 280 Volt, die derzeit da anliegen, obwohl es hier wirklich hier sehr wolkenverhangen ist und entsprechend es doch deutlich am Regnen ist, haben wir trotzdem noch Ertrag. Das ist eben der Vorteil an diesen PV-Modulen, die wir hier nutzen von Futurasun und auch dem Wechselrichter. Die holen wirklich das Optimum aus dem Himmel raus, was gerade noch so an Licht runterkommt. Hier ist auch noch so eine kleine Folie. Die machen wir jetzt mal vielleicht ab oder auch nicht. Die ziehen wir jetzt noch ab, damit das Ganze auch schön ordentlich aussieht. So, das heißt, wir können jetzt hier nochmal ins Hauptmenü rein. Wir sehen jetzt hier, wie viel Energie vom Dach runterkommt in Summe, also 0,56 kW, obwohl es eben
am Regnen ist und wirklich vollkommen bewölkt. Jetzt ist auch die Normalleuchte angegangen. Das heißt, hier ist alles in Ordnung. Wenn ein Fehler auftreten sollte, leuchtet hier die Alarmleuchte und das Gerät fängt auch über eine Störmeldung an zu piepen. Wenn ich also jetzt nochmal hier auf das Menü gehe, sehe ich genau, welcher String gerade welche Leistung bringt und auch generell, was hier schon erzeugt wurde, heute und auch in der Vergangenheit. Dann habe ich hier nachher eine grafische Auswertung, die ich mir anzeigen lassen kann. Genau, das ist einmal dazu. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt sehen wir auch gerade, wie der Energiefluss hier läuft. Das heißt, wir kommen vom Dach, gehen in den Wechselrichter und speisen einen Teil ins Netz ein. Wir speisen einen Teil ins Haus ein, was hier gerade verbraucht wird. Und die Batterie ist voll, deswegen können wir sie nicht laden. Anhand dieser Pünktchen sieht man eben auch, wie der Stromfluss ist. Und diese Pfeile symbolisieren das ebenfalls. Wir können das jetzt einmal hinter mir sehen. Phase L2 speist gerade mit 372 Watt ein. Ab jetzt ist dieses Haus schon, obwohl es total am Regnen ist, über die PV-Leistung versorgt. Wenn der Akku nachher auch mal genutzt wird, weil vielleicht doch zu wenig kommt, dann wird er entsprechend wieder aufgeladen. Darum ist es auch wichtig, dass ihr bei den Strings, die ihr bildet, immer eine Mindestanzahl an Modulen habt. Darum sind unsere Sets auch so ausgelegt. Dadurch habt ihr eben auch bei so einem wolkenverhangenen Himmel trotzdem noch Ertrag. An der Südseite, da kommen wir jetzt zu, das ist ja die Besonderheit hier, da haben wir nur 3 PV-Module. Es macht keinen Sinn, wir gucken gleich einmal, wir blenden das ein, machen wir ein Foto von oben und visualisieren euch das so ein bisschen. Wenn wir jetzt versuchen, diese 3 Module auf der Südseite irgendwo sinnvoll einzubinden, haben wir immer folgendes Problem. 3 PV-Module alleine reichen nicht aus, um einen eigenen String zu bilden. Wir haben auch nur 2 Eingangskanäle und 2 MPPT-Tracker hier. Macht also keinen Sinn, diese 3 Module auf einen String zu packen. Es macht auch keinen Sinn, die 3 Module auf die Ost- oder Westseite mit in den String einzubinden. Denn ihr müsst euch das vorstellen wie eine Kette mit mehreren Gliedern und das schwächste Glied der Kette bestimmt den Stromfluss. Das bedeutet, wenn diese 3 Module morgens nicht beschienen sind, nicht so gleichmäßig und so stark wie die Ostseite, würden die diesen String ausbremsen. Gegen Mittag würden die 3 Module voll beleuchtet werden. Der String an der Ostseite, die Module dort, sind aber dann weniger beleuchtet und deswegen würden die diese 3 Module wiederum ausbremsen. Deswegen gibt es diese Option mit dem Microgrid, dass wir also über Mikrowechselrichter diese 3 Module einzeln auswerten und entsprechend unabhängig von den Strings DC-seitig benutzen können. Da das aber eben hier so ein wirklich klasse Produkt ist, was diese Funktion mit sich bringt, ist der Wechselrichter nachher in der Lage, die Leistung von diesem Mikrogrid mit in die Regelung mit aufzunehmen. Das wird dann hier gleich separat, wenn wir das aktivieren, im Display angezeigt. Es wird voll ausgeregelt, ich kann damit die Batterie laden. Ich kann sogar, wenn Netzausfall ist, mit diesen 3 Mikrowechselrichtern zusätzlich zu den beiden PV-Strings hier die Batterie laden, mein Haus versorgen, wenn ich das möchte. Also das System ist mega durchdacht. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wir haben auch einige Jahre mit anderen Herstellern, auch deutschen, renommierten Herstellern auch gearbeitet und die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Diese Wechselrichter sind aber immer konzipiert worden für den europäischen, für den deutschen Markt. Und das System hier ist wirklich konzipiert auch für Projekte, Off-Grid-Projekte in Afrika, in Asien, wo ich vielleicht auch keinen festen Strom am Schluss habe. Ich kann ein ganzes Dorf mit solchen Anlagen als Insel betreiben, ob im Amazonas-Regenwald, ob in Ägypten eine Pyramide geschraubt, so nach dem Motto. Ich kann damit wirklich machen, was ich will, egal wo. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Und deswegen hat die auch so viele Features. Und das ist halt ein Riesenvorteil, weil die können wir hier nutzen. Aus diesen Features, da können wir hier richtig Energie und Ertrag ziehen. Und das ist, was mich an diesem System wirklich so begeistert. Wir haben da nicht nur einfach einen doofen Wechselrichter, der macht auch so ein bisschen PV, macht der ein bisschen AC, sondern der hat wirklich jede Menge Features. Ihr könnt einen Dieselgenerator anschließen, könnt das Ding laden. Ihr könnt wirklich komplett autark euer Haus damit betreiben, wenn ihr das machen wollt. Und das ist eben ein Feature, was ich total toll finde. Also der Wechselrichter läuft jetzt soweit, der arbeitet hier und jetzt müssen wir noch Folgendes machen, das Mikrogrid-System einstellen. Dazu gehen wir hier einmal zu den Generator-Settings und normalerweise kann ich hier einen Generator
konfigurieren. Ich kann eine Smart Load konfigurieren. Das wäre zum Beispiel ein Heizstab von einer Wärmepumpe und könnte sagen, nur in bestimmten Zeiten soll dieser Ausgang genutzt werden. Wir werden ihn aber als Eingang konfigurieren. Ich gehe hier auf Microinverter Input und ganz wichtig hier immer mit diesem Haken bestätigen. Jetzt passiert Folgendes. Hier oben wird jetzt gleich ein Symbol eingeblendet. Dauert ein paar Sekunden. Das symbolisiert eben diesen Mikrowechselrichter. So, zack. Das bedeutet, jetzt weiß der Wechselrichter, dass er einen Mikrowechselrichter hier angeschlossen hat. Das ist auch wichtig, weil er muss dann dort nämlich 230 Volt zur Verfügung stellen. Sonst würden ja unsere Wechselrichter mit einem Netz- und Anlagenschutz ausgestattet nicht arbeiten, weil sie keine Netzspannung haben. So, und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir einmal hier ein Häuschen weiter in den Nachbarraum. Da haben wir nämlich derzeit noch eine Sicherung eingebaut. Wir kommen ja hier vom Dach runter. Hier drüben ist unser Generatoranschlusskasten für die DC-Seite. Und wir haben auch ein separates Gehäuse gesetzt mit dem NA-Schutz für diese drei Wechselrichter. Hatte ich kurz einmal hier erwähnt. Die sind dort nicht onboard eingebaut, wie bei unseren Mikrowechselrichtern fürs Balkonkraftwerk, sondern der Netz- und Anlagenschutz wird hier bei ein separates Relais gewährleistet. Das ist hier im Schrank verbaut, hier drüben, und auch im entsprechenden Überspannungsschutz, weil wir da ja auch vom Dach runterkommen, wollen wir es natürlich auch dementsprechend absichern, dass wir uns hier keine Überspannung in das System holen. Ich gehe jetzt hier einmal kurz einschalten und in dem Moment, wir hoffen jetzt, dass es bei dem Regen auch ausreicht, dass der Wechselrichter oben, die Wechselrichter anfangen zu arbeiten und hier Energie zur Verfügung stellen. Gucken wir mal kurz. So, hier haben wir jetzt den Überspannungsschutz drin. Hier sitzt dieses Netz- und Anlagenschutzrelais. Das leuchtet auch entsprechend schon, weil es vom Wechselrichter versorgt wird. Und wir schalten jetzt nur noch zum Dach die 230 Volt. Haben wir zweipolig gemacht. Schalten wir entsprechend zu. Und das war es hier auch schon. Jetzt gehen wir zum Wechselrichter und schauen einmal, wie es da jetzt drum bestellt ist. So, wie gesagt, es ist wolkenverhangen. Und ihr müsst auch bedenken, wenn ihr jetzt hier zuschaltet, das Microgrid, dann dauert es ein paar Sekunden, weil ja der Wechselrichter oben auch erstmal anfangen muss zu arbeiten. Aber wir sehen es jetzt gerade. Hier ist jetzt ein Pfeil angezeigt worden. Die Wechselrichter fahren jetzt gerade hoch. Aktuell sind es nur 30 Watt, die vom Dach kommen. Jetzt sind es aber auch schon 40. Das heißt, auch dort arbeiten jetzt die Mikrowechselrichter. Und ich kann jetzt eben auch hier sehen, dass dort Energie produziert wird und mit in die Regelung mit einfließt. Also, das System funktioniert soweit. Es ist alles eingerichtet. Wir müssen jetzt nur noch Folgendes machen. Wir werden hier den WLAN-Dongle entsprechend konfigurieren, dass wir hier auch die App benutzen können. Und eine Fernwartung ist unter Umständen, je nach dem, was ihr für einen Installateur habt, auch möglich. Und jetzt geht es einmal darum, dass wir Schritt für Schritt hier durchgehen. Wie findet ihr das Gerät vor? Was müsst ihr einstellen? Was bedeuten diese einzelnen Punkte, die da drin sind? Wichtig nochmal der Hinweis, Arbeiten an Netzspannung bitte nur von der Elektrofachkraft machen und auch die Inbetriebnahme sollte entsprechend von der Elektrofachkraft durchgeführt werden, die weiß, was sie tut, die weiß, welche Standards dort im jeweiligen Netz erforderlich sind. Ansonsten, die Menüsprache ist in Englisch, das ist ganz wichtig und es bleibt auch erstmal in Englisch. Das ist ein Produkt wirklich für den internationalen Markt und dementsprechend sollte da auch die Elektrofachkraft, die das Ganze in Betrieb nimmt, sich mit der englischen Sprache auskennen. Die Datenblätter für beide Produkte findet ihr bei uns auf der Seite, kriegt ihr da zum Download und dann könnt ihr eben auch die Parameter passend einstellen, Bedienungshandbuch, alles mit dabei. Wir werden jetzt einmal durch das Menü gehen und das Ganze hier setten und ich werde so ein paar Erläuterungen dazu geben, was für welchen Bereich ist und was das Ganze macht. Jetzt geht es also hier um die Konfiguration des Wechselrichters. Das ist ja das Bild, das ihr seht, wenn der Wechselrichter ausgeliefert ist. Und wenn ihr den das erste Mal in Betrieb genommen habt, dann gehen wir hier auf das Zahnrad und dann gehen wir der Reihe nach die Informationen einmal durch. Wir fangen hier oben an bei den Battery Settings. Da gehen wir drauf. Auf der Seite 1 haben wir hier die Auswahl. Wir können ja auch andere Batterien nutzen. User Defined Batteries, das nehmen wir nicht. Wir schalten auf Lithium um und geben einmal die Batteriekapazität ein. In dem Fall haben wir ja 5 Kilowattstunden hier installiert. Das heißt, ihr könnt es auch hier per Touch anwählen. Dann seht ihr hier hinten diesen Cursor. Uppala. Battery Settings. Lithium. Gehen hier auf mit dem Cursor drauf und dann können wir auch hier mit den Tasten unten, ist es ein bisschen komfortabler, runtergehen auf 100 Amperestunden. Das ist jetzt auf eure Batterie entsprechend angepasst. Dann gehen wir nach dem Datenblatt weiter auf den
Ladestrom, das sind bei unserer Peitz-Batterie entsprechend 50 Ampere laut Datenblatt und maximaler Entladestrom kurzzeitig für Spitzenlastzeiten sind 100 Ampere. Wenn ihr weitere Batterien einbaut, müsst ihr das entsprechend auch einmal hier anpassen. Genau, das haben wir jetzt hier. Ganz wichtig, bestätigen diese Eingaben immer auf jeder Seite einzeln. Das heißt, ihr müsst jetzt hier mit dem Haken bestätigen, nicht den Haken hier mit der Hardware-Taste. Ihr müsst wirklich diese Seite, jetzt diese Einstellung, mit dem Haken hier unten bestätigen, dann sind die übernommen worden. Jetzt haben wir eine Lithium-Batterie drin. Gehen wir auf Seite 2. Hier geht es jetzt darum, wie weit die Batterie entladen werden darf und wie die Ströme entsprechend sind, auch beim Laden. So, wir machen das wie folgt. Wir müssen hier auf 20% runtergehen nach Herstellervorgaben bei unseren Peitz-Batterien. 40 Ampere lassen wir entsprechend, bestätigen wieder. Gehen nochmal in die Batterien zurück. Das ist leider ein bisschen müßig, aber so kann man auch wirklich jeden Schritt jeder Änderung einzeln kontrollieren. Und jetzt geht es um das Batteriemanagementsystem auf der nächsten Seite. Lithium Mode 00 ist für die Peitz-Batterien, die wir mitliefern, vollkommen in Ordnung. Wir sagen hier Shutdown, das ist die absolute Untergrenze des Akkus. Die gehen wir auf 5% runter, das ist gerade für die Off-Grid-Leute interessant. Dann haben wir hier den Bereich Lowbed, wo also die Batterie-Leermeldung kommt. Da gehen wir auf 20% und Restart geben wir vom Hersteller auf 30% ein. Das sind eben die Vorgaben, die wir für die Peitz-Batterien entsprechend haben. Bestätigen einmal. Jetzt ist das Batterie-Setting soweit abgeschlossen. Die Werte hier noch einmal überprüfen, ob das entsprechend so passt. Ihr könnt dann hier über das X zurückgehen in das Hauptmenü. Dann gehen wir weiter mit den Basic-Settings hier unten. So, die Zeit ist hier schon passend hinterlegt. Wenn nicht, müsst ihr das hier einmal einstellen. Beep bedeutet, dass eben bei einem Fehler hier auch eine akustische Störmeldung kommt. Und Auto-Dim, dass eben das Display nachher ausgeschaltet wird, um Energie zu sparen. Language Select ist Englisch. Wichtig, es bleibt Englisch. Wenn ihr da Fragen habt, euer Elektriker, der das Ganze in Betrieb nimmt, sollte der englischen Sprache schon mächtig sein. Ne? Also das ist die Grundvoraussetzung. Auch das Webinterface ist auf Englisch, das ist so und das wird sich auch über kurz oder lang erstmal nicht ändern. Also ganz wichtig, wir arbeiten hier in Englisch, das ist so in diesem System. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Dann haben wir hier den System Work Mode. Da geht es darum, wie soll das System arbeiten. Wir können sagen Selling First, dann wird einfach nur verkauft. Ich kann dann hier auch sagen, mit wie viel Power maximal abgegeben wird. Ich kann Zero Export to Load machen. Das heißt, dass dann, wenn ich hier an dem Load-Ausgang etwas anschließen würde, entsprechend nach dort ausgeregelt wird. Wir machen aber hier Zero Export to CT. Das bedeutet, wir wollen zum Netz ausregeln, also zum Zähler. Entsprechend könnt ihr jetzt, wenn ihr das so lasst, habt ihr eine Null-Einspeisung. Wenn ihr diesen Haken setzt bei Solar Cell, dann würde überschüssige Energie auch ins Netz verkauft werden. Aber eine reine Null-Einspeisung würde so aussehen. Ihr macht jetzt Solar Cell den Haken hin. Ihr könnt auch hier nochmal einstellen, mit wie viel Power das Ganze eingespeist werden soll und in welchem Bereich das Ganze ausgeregelt werden soll. Das bedeutet, Zero Export Power, 20 Watt sind jetzt hier eingestellt. Das heißt, wir versuchen auf den Zähler mit 20 Watt auszuregeln. Das sollte man auch nicht unterschreiten, weil sonst regelt sich hier der Wechselrichter auch wirklich zu Tode. Das wollen wir nicht. So, dann haben wir hier noch die Variante, wir könnten sogar eine Spitzenlastkappung machen, entsprechend mit dem Wert hier. Also man kann da wirklich sehr viele Sachen einstellen. So ist jetzt die Einstellung, die wir in dem Fall hier benötigen. Wir wollen exportieren, wir wollen verkaufen, aber erst in dem Moment, wo die Batterie voll ist und wir die Energie nicht loswerden, dann müssen die Einstellungen so aussehen. Bestätigen das einmal. Gucken nochmal, ob er alles übernommen hat. Das passt jetzt soweit. Hier gibt es noch eine zweite Seite. Da müsst ihr einfach nur Time of Use aktivieren. Und dann könnt ihr hier nämlich zu verschiedenen Zeiten festlegen, welchen Batterieladestand ihr haben wollt. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, von der Zeit zu der Zeit darf die Batterie bis maximal diesem Wert entladen werden. Wenn ihr Angst habt vor Blackouts oder Ähnlichem und habt hier eine Netzersatzversorgung dranhängen,
Wir gehen jetzt hier auf 20% runter. Weiter wollen wir die Batterie nicht runter wirtschaften, weil das ist nicht gut, wenn ihr die tief entladet. Das heißt, in dem Fall hier würden wir auf 20% der Akkukapazität runtergehen, die dann nutzbar ist. Ihr könnt aber auch sagen, ich habe zum Beispiel meine Heizung hier angeschlossen als Notstromversorgung und ich möchte jeden Abend dafür sorgen, dass der Akku noch zu 40% geladen ist, damit ich garantiert bei einem Netzausfall durch die Nacht komme. Solche Sachen sind auch möglich. Dann würdet ihr dann hier entsprechend die Uhrzeit einstellen, 17 Uhr bis 21 Uhr, sagt ihr dann meinetwegen nur 40%. Das ist also der Akkuladestand, der erforderlich ist. Und wenn ihr diesen Haken hier setzt bei Grid Charge, würde in dem Fall, wenn wir jetzt um 16.55 Uhr nur 20% Akkukapazität hätten, weil es bewölkt war und wirklich absolutes Mistwetter, dann würde um 17 Uhr bei dem gesetzten Haken der Wechselrichter anfangen, die Batterie auf 40% aufzuladen aus dem Netz, damit ihr über die Nacht kommt. So, das könnt ihr machen. Ihr könnt auch einen Generator extern anschließen und den starten lassen. Das wäre auch möglich. Dann würde jetzt hier der Generator starten und das Gerät aufladen. Machen wir nicht und wir wollen auch keinen Strom kaufen, sondern wir gehen hier auf 20% erstmal. Das Gerät soll einfach nur aus dem Akku arbeiten, bis der Akku leer ist. Das könnt ihr ganz individuell hier eben einstellen, auch die Zeiten. Es ist nur wichtig, dass ihr oben den Haken setzt bei Time of Use. Das ist signifikant wichtig. Hier mit dem Haken wieder bestätigen. Das war's zum System Work Mode. Jetzt gehen wir weiter zu den Grid Settings. Die Grid Settings, die sind einmal gesperrt. Das heißt, ihr kriegt von uns dann entsprechend die Info, wie ihr das einstellen müsst. Da gibt es ein Passwort für, der Installateur dann nachher auch benötigt. In der Anleitung ist die auch mit drin. Wir entsperren jetzt die Grid Settings. Jetzt haben wir das Passwort eingegeben, jetzt sind hier die Settings freigeschaltet und jetzt müsst ihr einmal auswählen, ob ihr in Österreich, in der Schweiz wohnt, in Deutschland, was ihr da einstellen müsst. Wir scrollen hier einmal rum. General Standard ist schon nicht schlecht. Wir gehen natürlich noch ein bisschen weiter und machen das für uns entsprechend passend. Ihr seht, hier gibt es diverse Netzstandards hinterlegt, hier Neuseeland und was auch immer alles, alles machbar, Australien. Müsst ihr euch einmal abstimmen mit eurem Elektriker, auch mit dem EVU, was ihr da einstellen müsst. Wir gehen auf, hatten wir gerade schon, VDE 4105. Das ist der Standard in Deutschland, den wir benötigen. Wir haben hier eine Single Phase, also eine einphasige Installation, das ist richtig. 50 Hertz Netzspannung und 230 Volt Input Voltage, das ist auch richtig. Wird bestätigt, wird nochmal hinterfragt, ist das wirklich so richtig? Weil wenn ihr was Falsches einstellt, kann eben auch da ein Fehler entstehen, deswegen nochmal bestätigen, ja, ist richtig. Jetzt wird er das umschalten, das wird noch ein bisschen dauern, bis das passiert ist. In den Grid-Settings habt ihr theoretisch auch die Möglichkeit, hier jede Information wirklich einzustellen und nochmal individuell anzupassen. Wenn eure Netzbetreiber das entsprechend wollen, brauchen wir hier in dem Fall aber nicht. Jetzt geht es weiter mit den Advanced Functions. Da gehen wir rein. Wir werden hier die Lichtbogenerkennung Solar Arc Fault On einschalten. Das heißt, wenn es zu einem Kontaktierungsproblem auf dem Dach kommt, auf dem Weg hier in den Keller, auf der DC-Seite und ein Lichtbogen entsteht, kann der Wechselrichter entsprechend das erkennen und dann eine Störmeldung rausgeben. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr hier, wenn ihr eine Ersatzlast angeschlossen habt, einmal eingeben könnt, wie lange es dauert, bis die Ersatzlast in einem Stromausfall versorgt wird mit Spannung und ob das jetzt ebenso wie hier 0 Sekunden, 0 Millisekunden unterbrechungsfrei passiert oder ob ihr eine wirklich definierte Ausschaltzeit haben wollt bei einem Netzausfall, bis der Loadausgang mit Energie wieder versorgt wird. So, wir haben Lichtbogenerkennung angeschaltet, mehr müsst ihr hier nicht machen. Geh noch einmal rein, jo, der Haken ist auch übernommen worden. Jetzt wird es wichtig, jetzt geht es darum, wie habt ihr den Wechselrichter mit dem System und der Messung verbunden. Zuerst hier oben, ich kann mehrere dieser Wechselrichter miteinander parallel schalten. In dem Fall ist das hier nur eine einzelne Anlage, deswegen lassen wir das hier so. Alles andere bitte im Handbuch von eurem Installateur einmal abklären lassen. Wichtig, ihr müsst jetzt hier bei der einphasigen Installation, bei der dreiphasigen ist das nicht sichtbar, auswählen, auf welcher Phase der Wechselrichter aufgeklemmt ist. Wir haben ja in Deutschland ein dreiphasiges System.
L1, L2, L3. Dementsprechend haben wir jetzt hier aufgrund der Dinge, die wir in der Hauptverteilung vorgefunden haben, uns entschieden, auf L2 anzuschließen. Also wählen wir hier auch bitte L2, also B, aus. L1, L2, L3, ist irgendwo logisch. Und normalerweise wäre jetzt, wenn ihr den Kabelumbauwandler benutzt, das Ganze schon erledigt. Dann müsst ihr hier nichts auswählen. Wir haben ja das Smart Meter mit eingebaut, also müssen wir hier bei External Meter for CT einmal das Ganze aktivieren. Wir müssen einmal auch festlegen, welche Phasen sollen denn hier gemessen werden. In dem Fall haben wir ja einen dreiphasigen Smart Meter installiert, also werden alle drei Phasen hier angewählt. Und hier bei Meter Select muss jetzt einmal ausgewählt werden, welchen wir haben. Den Chint hatten wir schon vorgestellt, den favorisieren wir aber nicht, sondern wir nehmen den Eastron 3P, also dreiphasig, und das ist der, das ist das Smart Meter, was wir hier jetzt eingebaut haben. Wenn wir jetzt OK drücken, ab dem Moment wird der Smart Meter als Regelgröße genutzt und entsprechend mit in der Regelung berücksichtigt. Das, was also dort. Wir haben jetzt ja den Grid Mode geändert, dementsprechend geht hier ein kurzer Alarm an. Das ist aber ganz normal, das heißt, der Wechselrichter möchte jetzt einmal an der Unterseite abgeschaltet werden, wird komplett abgeschaltet, und wenn er neu startet, startet er erst mit den neuen Settings neu. So, jetzt haben wir unten die beiden Schalter einmal ausgemacht und jetzt wird er wieder eingeschaltet, und ab jetzt arbeitet er wieder mit den Netzstandards, die ihr jetzt hinterlegt habt. Das ist einfach eine Sicherheitsfunktion, dass das nicht mitten im Betrieb passiert. So, jetzt muss er wieder eine Zeit warten. Gerade wenn ihr auf VDE, deutschen Standard, umgestellt habt, dauert diese Synchronisationszeit ein bisschen länger, weil da eben mehr Sekunden hinterlegt sind in diesem Preset, bis das Gerät zuschaltet. Jetzt haben wir es gerade klicken gehört. Das Gerät arbeitet also im Hintergrund. Jetzt ist Off-Grid weg. Jetzt sind wir auch schon wieder online. Das also zu diesem Alarm, der jetzt gerade gekommen ist. Okay, dann haben wir noch einen Punkt, den Generatorport. Den müssen wir jetzt noch angehen. Da gehen wir drauf. Normalerweise kann ich hier eben den Generator einfach nutzen. Wir können auch einmal einstellen, wie groß der Generator ist. Wir können eine Smart Load anschließen. Bedeutet eben einen Heizstab für eine Wärmepumpe vielleicht, und nur wenn ich PV-Überschuss habe, wird das dann geladen zum Beispiel. Und wir wollen ja hier das Microgrid aktivieren, dass wir eben einen Mikroinverter anschließen können. In dem Fall wird dieser Generator-Eingang dann mit 230 Volt beschaltet. Bestätigen mit OK. Und ab dem Moment taucht auch hier gleich in dem Hauptmenü der Mikrowechselrichter auf und wird dann entsprechend mit eingebunden. Es dauert dann, so, jetzt ist er angezeigt. Da sind noch keine 230 Volt drauf, weil wir die netzseitige Beruhigungszeit noch nicht erreicht haben. Die Normalleuchte ist auch noch nicht an. Da müssen wir jetzt noch kurz warten. Das dauert ein paar Sekunden. Und wenn es hier gleich Klick macht, die Normalleuchte einmal angeht, in dem Moment wird auch hier Spannung auf den Ausgang für den Mikrogrid-Bereich gegeben. Und die Wechselrichter auf dem Dach können auch entsprechend anfangen zu arbeiten. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, das müssen wir einmal abwarten. So, jetzt haben wir einmal ein Klicken im Hintergrund gehört. Die Normalleuchte leuchtet jetzt auch entsprechend und wir haben 230 Volt auf dem Mikroinverter-Eingang draufgeschaltet. Das heißt, der fängt jetzt gleich zu arbeiten an. Die Leistung wird jetzt langsam hochgefahren, der Mikrowechselrichter, und wir können auch hier die Energie dementsprechend nutzen. Dauert ein paar Sekunden, weil ja auch die Mikrowechselrichter selber sich jetzt erstmal das Netz anschauen. Im Endeffekt sind die Parameter in Ordnung, können wir loslegen und einspeisen. So, jetzt haben wir gesehen, die Leistung wurde langsam hochgefahren. Sie steigt noch immer. Wir haben jetzt hier einen stark bewölkten Himmel. Trotzdem kommt schon 120 Watt von diesen Mikrowechselrichtern, die parallel zu unserem normalen Wechselrichter hier arbeiten. Wie gesagt, das ist ein tolles Feature mit der Mikroinverter-Funktion, die dieser Wechselrichter hier mit sich bringt. Und ansonsten haben wir hier vom Dach auch schon 1,4 kW Leistung. Ja, und wir speisen ein. Das Haus hat jetzt ca. 117 Watt Verbrauch. Und ja, das Ganze läuft jetzt soweit, ist eingerichtet. Und es ist eigentlich nicht großartig kompliziert. Ich denke, das ist einfach für jeden auch umzusetzen. So, das war's jetzt. Wir haben ja das Menü einmal im Detail beschrieben und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also ihr könnt da noch viel, viel mehr einstellen, wenn ihr wisst, was ihr tut, ganz wichtig. Da keinen Blödsinn mitmachen. Das Gerät hat wirklich extrem viele Funktionen. Also ich entdecke jeden Tag auch noch
neue Sachen, die wir ausprobieren, ne, die wir testen. Es ist eben wirklich für einen internationalen Markt gebaut. Ihr könnt das auf der grünen Wiese betreiben als Insel, Off-Grid, On-Grid. Mit Nulleinspeisung, ohne Nulleinspeisung könnt ihr alles hier parametrieren. Microgrid finde ich mega tolles Feature, gerade hier für komplizierte Dachflächen. Das Gerät ist robust, IP-geschützt entsprechend. Das wirklich lässt keine Wünsche offen. Ich kann mehrere parallel schalten. Das ist der Hammer. Also auch ersatzlastfähig, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Blackout, könnt ihr alles damit abhandeln. Also Ding ist wirklich super. Ich bin super happy, dass wir das jetzt hier endlich im Shop haben und euch zeigen können. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne an. Ihr könnt uns auch telefonisch erreichen. Lasst hier ein Abo da auf dem Kanal. Da werden jetzt noch mehr Infos auch zu dem Wechselrichter folgen. Ihr könnt gerne hier kommentieren unter dem Video, wenn ihr Detailinfos braucht. Vielleicht nochmal auf irgendwas näher drauf eingehen. Vielleicht können wir das im nächsten Video mit einbinden. Wenn es im Haus weitergehen soll, das Dach ist belegt mit PV, dann könnt ihr bei uns auch dementsprechend Muster bestellen für Fußböden, für Outdoor-Terrassen, WPC-Zäune, das volle Programm. Planeo macht nicht nur auf dem Dach alles schön, sondern im Haus nachher auch. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao.